Frankens verborgene Schätze. Wir stehen hier am Kanaldenkmal. Das ist an der A73 in Erlangen. Vom Kanal weit und breit nichts zu sehen. Hier oben auf dem Kanaldenkmal sieht man zwei gewaltige Statuen. Das eine ist Mönus, der Main, das andere Danubia, die Donau, die sich über ihre Quellen hinweg die Hand reichen. Etwas tiefer da in der Zeile steht, ein Werk von Karl dem Großen, versucht im Jahr 792. Der spätere Kaiser ließ die Fossa Carolina, das ist der Karlsgraben, dafür ausheben, aber alle Schufterei war umsonst. Der Graben versank durch Katastrophen einfach im Wasser. Dennoch war er der Vorgänger des Ludwig-Donau-Main-Kanals, für den dieses monumentale Denkmal 1846 eingeweiht wurde. Es sollte danach noch mehr als 100 Jahre dauern, bis 1992 die Großschifffahrtsstraße Rhein-Main-Donau gebaut wurde, kurz RMD, die von der Nordsee bei Rotterdam bis zum Schwarzen Meer bei Constanța in Rumänien reicht. Damit diese Anfänge vor 1230 Jahren nicht vergessen werden, habe ich die Episode Der Elefant von Bagdad geschrieben, die Ihnen nun von der Schauspielerin Maike Hess vorgelesen wird. Der Elefant aus Bagdad von Margret Vollertzen die Werke. Ich bin Danubia, die Sklavin aus dem Morgenland. Im Jahr 727 freigelassen von Harun al-Raschid, dem Kalifen von Bagdad. Warum diese unverhoffte Gnade? Er wollte sich revanchieren für das Rudel edler Hunde, die ihm Karl der Große aus Franken geschickt hatte. Der Kalif nun schenkte ihm einen lebendigen Elefanten, der sogar einen menschlichen Namen trug. Abu al-Abbas. Ich, Danubia, musste den Elefanten und die Männer, die ihn führten, mit Essen versorgen. Ach, wir waren über ein Jahr lang zu Fuß unterwegs. 5000 Kilometer mussten wir laufen. Zwei Männer starben. Im Juli 802 kamen wir bei Karl dem Großen an. Das Volk staunte. Noch nie vorher hatte man so ein riesiges Tier, einen Dickhäuter mit einem Rüssel gesehen. Ich, Danubia, sage euch, der Kaiser des Abendlandes und der Kalif von Bagdad waren die Säulen der Welt. Sie hatten gemeinsame Feinde, Ostrom und Westrom. Das machte sie zu Verbündeten. Der Mittelmeerraum wurde zur Weltgegend, weil dort das Zentrum von Islam und Christentum war. Abu al-Abbas wurde nicht alt. Er starb 810, ein Jahr nach seinem Herrn. Karl der Große konnte den geplanten Kanal nicht bauen. Erdrutsche, Überschwemmungen und Katastrophen machten seinen großen Plan zunichte. Erst 1000 Jahre später wird seine Idee verwirklicht. Folgender Spruch steht am Denkmal: Donau und Main für die Schifffahrt verbunden, ein Werk von Karl dem Großen versucht, durch Ludwig, König von Bayern, neu begonnen und vollendet. 1846. Ich, Danubia, bin die schöne Donau. Und Mönus, der Main, reicht mir die Hand. Die beiden Figuren mit uns auf dem Sockel symbolisieren Reichtum und Handel, ermöglicht durch diese Wasserstraße. Aber das fauchende Ungetüm
genannt Adler, das 1835 mit 9 Wagen von Nürnberg nach Fürth rollte und alle Ehrengäste damit fahren wollten, der Lokomotivführer William Wilson war extra aus England angereist, ja, diese Bahn aus Eisen, genannt Eisenbahn, war damals schon die große Konkurrenz. Mönus und ich denken dankbar an den König der Franken. Er wurde Weihnachten 800 im Aachener Dom zum Kaiser gekrönt. Und 1165 wurde er dank Friedrich I., genannt Kaiser Barbarossa, sogar heilig gesprochen. Von dem Elefanten aus Bagdad, den der Herrscher aus Franken mehr liebte als all seine Pläne für den Bau des Kanals, wird sogar in den fränkischen Reichsannalen berichtet. Ach, wenn wir nur könnten. Wir würden Abu al-Abbas zu uns auf das Denkmal heben. Majestätisch würde er auf die A73 hinuntersehen, wo die Autos unablässig vorbeifahren, und würde träumen von Harun al-Rashid, dem Staatsoberhaupt von Arabien, der ihn ins Frankenland verschenkte.